Hallihallo. Auf vielfachen Wunsch hin mache ich heute mal ein Video zum Thema Kuchenbacken in der Stoneware. Ich werde nämlich immer wieder gefragt, ob denn nur herzhafte Dinge in der Stoneware funktionieren und Brot oder ob ich die denn auch zum Kuchenbacken verwende. Und die klare Antwort ist ja, ich verwende sie auch zum Kuchenbacken. Und es gibt natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten und ganz viele Formen, die ihr zum Kuchenbacken verwenden könnt. Ich möchte euch in diesem Video aber vor allen Dingen einfach mal meine 4 Favoriten zum Kuchenbacken vorstellen und euch zeigen, welche Art von Kuchen ihr damit am besten backt. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Stoneware ja eigentlich nur 2 bis 3 Mal gefettet werden muss, bevor sie dann zu einer sehr fettarmen Zubereitung verwendet werden kann. Beim Kuchenbacken habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich das doch auch weiterhin anbietet, auch wenn die Stoneware schon eine tolle Patina bekommen hat, dass ihr da ein bisschen Fett verwendet, beziehungsweise wirklich auch großzügig fettet und eventuell sogar noch ein bisschen mehlt, damit ihr eure Kuchen dann auch hinterher gut aus der Form lösen könnt. So, dann fangen wir doch einfach mal an. Der absolute Klassiker unter den Kuchen ist natürlich der Kastenkuchen. Sowas wie Marmorkuchen, Zitronenkuchen, das geht ja nun mal immer. Und dafür verwende ich natürlich den Zauberkasten Plus von Pampered Chef. Den finde ich super. Der ist also aus der Plus-Kollektion, schon mit dem neuen Material. Und was ich an dem so schön finde, ist, dass der eine etwas andere Form hat als die üblichen Kastenformen in Deutschland. Der ist halt nicht so lang und schmal, sondern eher ein bisschen breiter und kürzer. Das Fassungsvermögen ist genau das gleiche wie bei einer üblichen, handelsüblichen Kastenform. Aber ich finde die Form einfach super. Natürlich kann man hier drin Brot backen, insbesondere auch Toastbrot hat so diese typische Form, aber eben auch Kastenkuchen. Und ja, also mein absoluter Favorit dafür. Und lösen lässt sich da der Kastenkuchen auch wirklich prima draus. Der zweite Klassiker ist natürlich der Blechkuchen. Und dafür bietet sich der große Ofenzauberer Plus an, unser James. Der hat diese übliche Backblechform, also ein flacher Stein mit einem Rand. Und ihr bekommt hier auch die meisten Rezepte, die ihr für Blechkuchen im Internet oder in euren Kochbüchern findet, problemlos hier rein. Bei manchen Kuchen kann es sein, dass die so ein bisschen höher werden. Bei einem Hefeteig würde ich eventuell sogar eine kleine Menge Hefeteig weglassen, da einfach die Grundfläche ein kleines bisschen kleiner ist als bei einem handelsüblichen Backblech. Ganz einfach, weil wir ja die Stoneware auf den Rost im Ofen stellen und somit einfach die ganze Breite des Backofens ja gar nicht ausgefüllt werden kann mit der Form. Aber das würde ich wirklich von Rezept zu Rezept einfach mal ausprobieren. Das merkt ihr dann schon, ob der Teig eventuell ein bisschen zu viel ist laut Rezept. Aber was ihr auch hiermit übrigens super machen könnt, sind Biskuitböden. Denn die sind ja auf dem Backblech manchmal ein bisschen schwierig zu machen. Dann nimmt man Backpapier, dann werden die vielleicht so ein bisschen krisselig, weil das Backpapier nicht glatt lag. Und das geht hier drin wirklich super. Und wenn ihr den gut gefettet habt, vorher den Ofenzauberer, dann lässt sich das Biskuit auch super aufrollen, zum Beispiel für so eine Biskuitrolle. Ja, und die dritte typische Kuchenform ist natürlich der runde Kuchen oder auch die Torte. Und dafür haben wir hier die Stoneware Rund. Ihr seht, die sieht praktisch genauso aus wie eine übliche deutsche Springform. Diese Form wurde auch speziell für den deutschen Markt geschaffen. Und ihr könnt hier drin alles machen, was ihr eben sonst in einer Blech-Springform machen würdet. Und ihr habt noch einen weiteren Vorteil. Ihr habt nämlich eine geschlossene Form. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass häufig Kuchen, die so ein bisschen mehr Flüssigkeit haben, dann doch mal unten auslaufen am Boden, da wo die Schnittstelle ist zwischen Rand und Boden beim Metall-Springform. Und das haben wir hier nicht. Und auch hier könnt ihr einen Kuchen wirklich toll rauslösen. Wenn er jetzt nicht zu weich oben ist. Also einen sehr weichen Käsekuchen würde ich vielleicht sogar drin lassen und dann mit dem Schneiden und Servieren hinterher rausholen. Aber ich habe gerade bei Obstkuchen und so vor dem Belegen natürlich wirklich super Erfahrungen gemacht, hier die Teige rauszubekommen.
Ja, und alternativ zu der Stoneware Rund für runde Kuchen haben wir ja auch noch die runde Ofenhexe. Ihr seht es, die ist nicht ganz so hoch wie die Stoneware Rund. Die hat tatsächlich nur die halbe Höhe. Dafür hat sie 1 cm mehr Durchmesser und ist somit geschaffen für Tarts, wenn es jetzt ums süße Backen geht. Ansonsten natürlich auch für flache Aufläufe oder Quiche oder ähnliches. Aber wir reden ja hier über süße Kuchen. Also für eure französische Tart ist das die perfekte Form. Ja, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen, welche Formen da für euch die perfekten sind. Ich würde euch gerne noch ein bisschen Zubehör auch zum Kuchenbacken ans Herz legen. Da haben wir natürlich einmal unseren Silikonpinsel. Der ist so toll, um die Formen einzupinseln. Ich nehme da auch super gerne zum Beispiel sowas wie Butterschmalz, also ein hocherhitzbares Fett, solltet ihr ja immer auf der Stoneware nehmen. Und gerade eben ein streichfähiges Fett verstreiche ich doch super gerne mit dem Pinsel und lass mir dabei helfen. Und zum Rauslösen aus der Stoneware sollte doch mal was ein bisschen anbacken oder damit eben vor allen Dingen auch der Kuchen nicht kaputt geht, haben wir natürlich auch noch zwei tolle Helferlein. Das ist einmal der kleine Servierheber. Den kann ich euch vor allen Dingen empfehlen, um in den kleineren Formen, also zum Beispiel im Zauberkasten, schon mal so ein bisschen an der Seite zu lösen, bevor ihr dann eventuell die Form stürzt. Und wir haben natürlich auch noch den großen Servierheber mit seiner großen Fläche. Den könnt ihr zum Beispiel verwenden, um eben euren Teig vom großen Ofenzauberer zu lösen und könnt damit auch wirklich richtig viel schon erreichen. Ja, ich hoffe, ich habe euch alle Infos gegeben, die ihr braucht. Wenn noch Fragen sind, immer gerne bei mir melden. Ich verlinke euch die in diesem Video vorgestellten Produkte natürlich noch im Text zu diesem Video, genauso wie auch meine Website, wo ihr zahlreiche Rezepte natürlich auch für Kuchen finden könnt. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.